Obstfliegen. Ja, wir kennen die kleinen Biester alle. Vor allem, wenn man mal Obst offen liegen gelassen hat, tummeln und vermehren sich die Obstfliegen ohne Ende. Und das ist nicht nur nervig, sondern kann auch die Hygieneordnung in der Küche drastisch angreifen. Was ihr dagegen tun könnt, erklären wir euch jetzt in diesem Video. Erstmal zur Erklärung. Fruchtfliegen und Obstfliegen sind dieselben lästigen Tiere und treten zuhauf in den Sommermonaten auf. Aber sie können auch im Winter noch wieder kommen. Sie werden von süßen Lebensmitteln angezogen und legen ihre Eier in einem gärenden pflanzlichen Substrat. Die Larven schlüpfen schon innerhalb eines Tages und können bereits selber nach einem Tag wieder Eier legen. Ihr merkt vermutlich schon, warum das so schnell geht und ihr auch schnell eine echte Plage zu Hause habt. Also erstmal zur Vorbeugung. Obst, Gemüse und andere süße Speisen solltet ihr nicht offen stehen lassen. Außerdem solltet ihr gerade Äpfel und Tomaten entfernt von anderem Obst lagern, da diese den Gärungsprozess vom anderen Obst beschleunigen. Dann solltet ihr auch offene, auch leere Flaschen nicht einfach rumstehen lassen, wo sich mal süße Getränke drin befunden haben. Das lockt die Obstfliegen genauso an wie auch der Biomüll oder gebrauchtes Geschirr. Das alles solltet ihr also nicht offen stehen lassen und den Müll am besten auch täglich entleeren und nicht in der Küche lassen. Zur aktiven Bekämpfung findest du im Internet viele hilfreiche, aber auch ganz komische Tipps, die dir schnelle Lösungen versprechen, aber im Grunde nichts bringen. Du kannst den Hunger nach süßen Speisen aber auch für dich nutzen. Die Obstfliegenfalle, die du in unserem Shop findest, verspricht dir einen schnellen Erfolg ohne Gifte. Die Falle kommt sofort mit einem Beutel voll Lockstoff zu dir nach Hause und die Fruchtfliegen werden schnell und effizient angelockt, fliegen oder kriechen in die Falle und bleiben dort, bis sie ertrinken. Kunden berichten uns auch, dass schon nach wenigen Stunden, höchstens 2 bis 3 Tagen, alle Fruchtfliegen eingefangen waren und damit das Problem auch schon gelöst war. Also, wenn du schon viele Fruchtfliegen bei dir hast, die dich natürlich nerven, schau mal in unserem Shop vorbei und wenn dir das Video gefallen hat und wir dir etwas helfen konnten, dann lass doch ein Like da oder noch besser ein Abonnement. Wir freuen uns und sehen euch im nächsten Video. Ciao!